Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Das ist meine erste Aufnahme, seit ich an Corona erkrankt bin. Man hört das vielleicht auch noch so ein bisschen, die Nachwehen eventuell, denn es ist bei mir nicht ganz symptomfrei verlaufen und ich habe ein paar Tage flach gelegen mit Fieber und allem drum und dran und war nicht so geil, aber ich freue mich jetzt nach der sehr, sehr langen Pause, wahrscheinlich mit der längsten oder nach der längsten Pause hier für Cold Steel 2 übrigens. Ich habe, glaube ich, gerade bei der Begrüßung nur Cold Steel gesagt, aber ihr wisst ja sicher, dass wir hier Teil 2 spielen. Ich bin auf jeden Fall froh, wieder dabei zu sein. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch noch mal mein Notebook kurz durchgeguckt mit den offenen Missionen und so. Also so ganz raus bin ich nicht. Aber so ganz raus bist du halt zu 100% nie aus den Spielen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre pausierst. Man fühlt sich ja relativ schnell wieder zu Hause. Ich habe mich auf jeden Fall hier in dem Lokal beim letzten Mal noch nicht umgeguckt und das werden wir jetzt nachholen. Und wir fangen bei Greta an. Good day. I hope you all enjoy your time here. Ja. Good day. Wir haben zwar noch nichts gegessen, das würde wahrscheinlich dem Enjoyment-Faktor hier noch das Krönchen aufsetzen, aber dafür werden wir vermutlich heute auch keine Zeit mehr haben. Warte, wie heißt du? Caroline. Hi. I simply can't believe that my own daughter has become this stubborn. This is all because of that commoner friend of hers, I'd say. I'll have to give her a stern scolding once she returns. Dann würde ich eher fast wünschen, dass sie niemals returnt bei so einer Mutter. Ach nee, Caroline ist ein Typ. Sorry, habe ich gerade nicht gesehen. Ich habe Caroline gelesen, die eingedeutschte Version, aber es ist ein Herr, sorry. I simply can't believe that my own daughter has become this stubborn. Okay, der wiederholt sich. Ich glaube, die haben hier an dem Tisch über genau das gleiche Thema auch in Teil 1 gesprochen. Kann das sein? Hey, Gentlemen. Oh, I pity the nobility of the Lamar Province. They just don't seem to understand what true class is. Indulging in too much luxury is, in fact, a crass act within itself. And what better an example of that than Duke Cayenne himself? How I pity the nobility of the Lamar Province, they just don't seem to understand what true class is. Ja, also die hier auf der Ebene haben auf jeden Fall Probleme, die sind ja mehr als First World Problems. Das sind Zero World Problems, würde ich sagen. Oh ho ho, quiet. No one is more cultured or refined than the Kreuzen nobility. Our lineage is unparalleled. Those of the Lamar Province have been making quite the fools of themselves over Duke Cayenne being the Alliance's leader. You would think they could express their joy in a much more refined manner. Oh ho ho, quiet. Okay. Aber wenigstens ersparen die uns weitere Gedanken, zumindest einige davon, weil einmal anquatschen reicht hier. Bei so manchem NPC zumindest. So, wen haben wir hier unten noch? Warte mal, ich habe doch eine wundervolle Karte, die mir das Ganze ganz genau aufzeigt. Ich starte mal mit Fafner. Also ein Fafner wieder für ein oller Name. Indeed, those of us from Heimdall are doing especially well. Granted, I can't help but feel guilt over profiting off of war. Haha, you're truly an earnest one. Haha, not at all. I'm not, but a noble who doesn't know his place. Well, I suppose work is work regardless of the circumstances. Apologies for rushing you, but I'd like my next order in as soon as possible. Da hat's wohl jemand eilig. Oder der fühlt sich einfach nicht so unbedingt wohl in Gegenwart von Baroque. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Komische Körperhaltung hat er, ne? Der sieht aus, als würde er an irgendeinem Laptop sitzen und irgendwas tippen wollen oder so. I have to say, the nobility's buying habits have been quite impressive as of late. You'd almost forget that we're currently subject to wartime taxes if you saw how much they're willing to buy. So, you would like 40 of the 20 carat variety then? Understood, I have them ordered in for you soon. Na dann, die beiden kommen hier auf jeden Fall ins Geschäft, wie es aussieht. Kann man dir noch was Gutes tun, Bryce?
heute nicht so viel zu tun, oder? Oder wir sind gerade nicht in der Rush Hour. Good day. Today's recommendation is the Sauteed Calf oder so. We can provide a number of vintage wines too, should you wish. Eher nicht für mich heute. Wir sind quasi im Dienst. We've increased our stock of vintage wines due to the increase of customers of nobility. But please feel free to order whatever fits your preference. Ja, ich glaube, ich bleib bei grünem Tee heute oder so. Ich habe in der letzten Krankheitszeit grünen Tee auf jeden Fall irgendwie für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ich mag den gerne. Zumindest mit viel Zitrone, so. Hallo, Kelmin. Na? I've been working on some pancakes to add to our menu recently. Giving them that soft, warm texture is kinda tricky though. Here, how about you guys give it a shot? Dankeschön. Ich dachte, du gibst uns jetzt ein Exemplar, aber wir bekommen nur das Rezept in Anführungsstrichen. Ich meine, ich freue mich sehr über das Rezept, so ist nicht. The nobles have been in high spirits ever since the war broke out. They've been coming in here more than ever before, but on the flip side, we barely get any commoners dying. Dying vor allen Dingen. Entschuldigung. Dining here anymore. Not entirely sure if I should be happy about this or not. Not that I'll be able to be truly happy either way until I have my beloved Arbentine back. I can't believe it's over. Please come back to us soon, Misty. Life's not the same without your lovely voice. Tja, hättest du dir damals aufzeichnen müssen. Hättest du dir ihre Voice jeden Tag anhören können. All the radio shows I like are getting cancelled one after the other. And here I was, looking forward to the day that future three-star chef would triumph over Passion Boy once and for all. Kann man dich irgendwie aufmuntern? Du scheinst so down zu sein, dass dich da niemand rausholen kann aktuell. Du brauchst einen Ersatz für all die Dinge, die dich früher glücklich gemacht haben. Du musst was anderes finden, was das ersetzt. So, kaufe ich jetzt hier ein? Ich glaube ja, bevor wir jetzt wieder 10 Jahre überlegen, beziehungsweise ich. Gehen wir einfach wieder direkt auf die 3. Kann ich noch was exchangen? Nein. Bei ihm finde ich, irgendwas ist komisch an seinem linken Auge. Seht ihr das? Sind das so verlängerte Wimpern, die er da hat? Weil die sind nur auf dem linken Auge. Also mich irritiert nur die Asymmetrie. Da ist irgendwas, was auf der rechten Seite nicht da ist. Vielleicht sind das auch nur die Haare, die unter seiner... Ja, das sind nur die Haare, die unter seiner Kochmütze hervorgucken, glaube ich. Ach, egal, wieder zu genau hingeguckt. Oh, your lord uses his classmates. Hello, Hammond. It's been a while. Would you happen to know where Eustace is, sir? As his uncle, we figured that you of all people would have some sort of clue. Well, I know that he's back in Berea Hut and staying at the Alberea Mansion. That's as far as my knowledge extends, unfortunately. It might be worth having a look around the mansion to see if we find anything. Gathering more information seems to be our best bet for now. Lord Eustace doesn't seem to have the time to visit here, unfortunately. I'm terribly sorry for not being of more help. Alles gut. Ich glaube, der erste Hinweis, der war schon ganz gut. Ich verstehe nur nicht, warum wir ein rotes Ausrufezeichen in der Artisan Street, heißt das, glaube ich, hatten. Oder Artisian, warte, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Orte hier heißen. Artisan Street, guck mal, da lag ich doch gar nicht so falsch mit. Da war nämlich ein rotes Ausrufezeichen und ich dachte, dass wir dort irgendwie im Zusammenhang mit Eustace weiterkommen. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Wir haben noch eine Statue zu inspizieren. Habe ich nicht vergessen. Und die Geschichte mit der Katze ist auch noch nicht geklärt. Ich will nur noch einmal kurz hier gucken. Ja, weil beim Jeweler, da ist weiterhin... Hä? Wir haben draußen auch ein grünes Ausrufezeichen. Okay, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Warum denn draußen? Das muss dann mit der Katze zusammenhängen. Ja, da steht's auch. Direction of Artisan Street, though, so that's our next stop. Okay, wenn wir dann schon mal hier sind, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Rotes Ausrufezeichen muss jetzt noch ein bisschen warten. Hello! Oh, was hältst du denn da vor der Nase? Ich dachte zuerst ein Kätzchen, aber das ist definitiv keine Katze. Ist das ein Scheinwerfer oder so? He's so cute! Was ist das?
Wait, I'm still on the clock. I'll never hear the end of it if I get caught in La La Land. Sorry for asking out of nowhere, but did your kitten just come by here? Damn, how'd you know? You're right, though. It came here looking all hungry, so I gave it some milk and leftovers. Ach, das ist so ein Milchschälchen, oder was? It was all over me after that. I guess he calmed down after a nice treat. Chances are he'll be trying to get back to Aoife now. Which means he should be returning to the Noble District. Do you think he'll be able to find his way back? We should probably check, just to be sure. In so einer Riesenstadt eine Katze ausfindig machen, ey, das ist auch ein sehr undankbarer Job. Man, what a cute kitty. Too bad it went back up the street. I wonder where it's going. Guess I should get back to work. I assume he's trying to return to Aoife. I hope he manages to do so safely. Man, what a cute kitty. Okay. Also ja, jetzt wo man weiß, dass das so ein Milchschälchen sein soll. Okay. Ich finde, das sieht trotzdem irgendwie aus wie irgend so eine, keine Ahnung, wie irgend so eine Leuchte oder so, die auf dem Boden liegt. Kein Plan. Okay, so. Dann bin ich mal gespannt, ob wir im Noble District auch ein grünes Ausrufezeichen, ein rotes Ausrufezeichen haben werden. Weil wenn ja, habe ich keine Ahnung, wo ich zuerst hingehen soll. Aber wir gucken ja erstmal wegen der Statue. Jetzt sieht man die Tränenrückstände. Ich weiß noch, ich habe sie beim letzten Mal angeguckt und war der Meinung, dass man nichts erkennt, was auf die Hinweise hindeutet, die uns die Leute hier gegeben haben. Oh, wow. These really are black tears. I can understand why this would have some of the people feeling uneasy. May your spirit know peace, Saint Veronica. You might want to quit jumping to conclusions, you know. This is a lot less dramatic than what you're all thinking. Celine. In nicer words, there's no spiritual presence here whatsoever. That alone would be enough to assume that greater forces aren't at work here, but there's further evidence in the other black stains scattered around the statue. Ach, am Hintern hat sie auch was abbekommen. Und an den Füßen. Was heißt das jetzt? You do have a point. I think I know what's going on now. Chances are the sage is made from marble. And if memory serves, Instructor Makarov taught us that marble gradually melts away when in contact with acidic water. Then might we assume that the fountain water's properties were altered recently? The fountain water's drawn from the underground waterway, if I recall. It might be worth investigating. The entrance is over by the street in front of the station. Let's go check it out. In front of the station? Da war ich noch nicht. Also der ist hier nach Osten dann raus, oder was? Jedenfalls das Ausrufezeichen weg. So, jetzt ist die Frage, machen wir erst den Osten oder erst den Westen? Ich würde jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Gibt es hier ein Update nach unseren jüngsten Erkenntnissen? Pussy ran off while I was napping. I'd assume would have followed path along. Bla bla, ich glaube, das kennen wir schon. Please find him and quickly. Ja, das mit dem quickly hat sich erledigt. Wir sind nämlich schon eine Weile mit dieser Mission betraut und haben nicht wirklich einen nennenswerten Fortschritt erzielen können. Ja, da ist auch ein rotes Ausrufezeichen. Was gibt es dann in der Jewelry? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Okay, dann hebe ich mir den Bereich hier zum Schluss auf. Beziehungsweise werde hier als letztes mit den Leuten reden. Hier ist noch relativ viel Trubel. Auf der Station-Seite. Da, wo wir vielleicht auch mit der Statue weiterkommen werden. Ja. Oh, hier sind aber einige rote Ausrufezeichen. Da ist auch nochmal ein rotes. Habe ich gerade rot oder grün gesagt? Ich bringe das mit den Ausrufezeichen heute durcheinander. Ich muss unbedingt eine Kategorie abarbeiten. Vorzugsweise die grüne. Hallo, Saffron. Na? I've been in a reading mood lately, so I purchased a book to sate that desire. Unfortunately, I've had so much work to take care of that I haven't even had the chance to start reading it. I'd hate for it to just sit there and collect dust, so I'll give it to you folks instead. The book will be much happier with you. Dankeschön, aber irgendwann hast doch auch du mal Urlaub und könntest dich dem widmen und so.
The work of a maid is always the same, no matter who's winning or losing. It does feel like we've been hosting a surprising number of parties lately, though. Phew, busy, busy. I'm grateful to have work, of course, but that doesn't change the fact that it's rather stressful. Ja, das, ich fühle das komplett, was sie sagt. Aber irgendwann kommen hoffentlich auch für dich mal wieder ruhigere Zeiten. Das mit dem Buch hätte echt nicht sein müssen. Ich meine, ich freue mich, wenn ich das komplettiert kriege, aber... Wobei, ich habe jetzt die 7 gerade bekommen. Habe ich jetzt überhaupt alle? Fehlt mir da nicht was? Habe ich den 6er vorher auch bekommen irgendwo? Warte mal. Ja, das war doch Gambler Jack 2, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sieht gut aus. Hier bin ich gerade mal bei 4. Müsste das nicht immer so parallel laufen? Habe ich 5, 6, 7 eventuell ausgelassen? Ich schätze mal nicht, aber wer weiß. So, wen haben wir denn hier? Woman und Man, beide ohne Namen. Really now, why must there be so few trains these days? I was beginning to worry that we'd never make it to Berea Hart. Surely the Noble Alliance should be able to do something about this. Really now, why must there... Du kannst ja mal anklopfen und fragen. Die werden sich bestimmt deinem Thema priorisiert annehmen. Das ist dem bestimmt voll wichtig, dass die Bevölkerung hier wieder frei reisen kann. Ich glaube, das hat auf deren Agenda eher wenig Prio. Oh wow, this is a surprise. They said that Berea Hart's flourishing more than ever right now, but I never expected this. Well then, time to make an investment or two and watch the money roll in. Oh wow, this is a surprise. Okay, hier wird auch investiert. Hier gibt es zwar keine Börse, aber die werden andere Mittel und Wege haben, um hier ihr Geld zu mehren. Vor allen Dingen die, die eh schon einen gewissen Grundwohlstand mitbringen. Alles wie immer, würde ich sagen. Oppel. Gerade Öppel gelesen, aber Oppel ist auch lustig. Oh, how delightful it will be. Oh, how delightful it will be to see that detestable Chancellor's influence stamped out for good. Those radical reformists did not but sully our beloved empire's image. This is precisely why those of us with noble lineage are the only ones fit to shape its future. Da trägt aber jemand die Nase wieder ganz weit oben. Oh, how delightful it will be, beloved. Ja, okay, macht ihr mal. Hallo, Gerig. But of course, the common rebel could never hope to stand against the mighty Noble Alliance. We have General Leguin and Brigadier General Badias leading the soldats and Lord Rufus in charge of tactics, not to mention those ever so reliable helpers the Alliance has too. It won't be long until we bring this war to an end for good. It won't be long until the Noble Alliance stamps the life out of the Imperial Army's remnants. I can assure you that we'll be waiting warmly for that day to come too. Also, dass die sich hier alle siegessicher sind, ich glaube, das ist auch wenig verwunderlich. Ich würde, wenn ich hier Teil dieser Bewegung wäre und Team Berea Hart, sage ich mal, oder Team Noble Alliance, dann hätte ich vermutlich auch allen Grund, optimistisch zu sein. Aber sympathischer macht's sie trotzdem nicht. Hi, Ramda. Welcome to Berea Hart Airport. I'm afraid that flights have been limited due to the ongoing war. Please note that those of noble statues will be given priority boarding too. Flights seem to still be in operation due to the 5 main cities being under the Noble Alliance's rule. They're still keeping a tight leash on the airports. Nobles having priority isn't anything new, though. Well, we're bound to attract some unwanted attention if we stay too long. We should leave. I'm afraid that flights have been limited due to the ongoing war. Wir brauchen einfach alle einen eigenen Lemmy, mit dem wir einfach rumfliegen können. Unabhängig von irgendwelchen Zügen und Airships und hast du nicht gesehen. Das ist einfach die Lösung von allem. Lemmy muss sich vervielfältigen. So, hi Norton. Arthur Norton from the Imperial Chronicle. Oh, you're those students from Thor's. You sure you should be out in the open like this? Because I'm pretty sure Class 7 is up there on the Alliance's wanted list. We'll be fine for the time being, at least.
Well then, I figured I'd run into you all again at some point. Truth is, I'm working as a war correspondent for the Noble Alliance at the moment. As you can guess, they're making me write articles on their glorious victories and such. Ja, wir haben einige Exemplare davon schon gelesen. So they really do have a hold of the Imperial Chronicle. Mm-hmm. Well, not completely. We've got our pride as journalists after all. After all, we report what we have to and try to keep things non-committal when we can. And I intend to use this position to find out the truth of what's happening. When I'll be able to report it, I don't know, but one day I will. I hope you look forward to that day coming. Of course, Norton. We may walk different paths, but they lead to the same destination. Let's ensure that we succeed. Schön gesagt. I haven't been here for long, so I'm afraid I don't have any leads on uses. Gotta say, though, that brother of his is scarily gifted. I interviewed him in Heimdall before coming here and just, wow, genius doesn't even begin to describe him. He has even earned Duke Cayenne's unwavering trust, so it's no surprise that he is now the face of the Alliance. I wish I could hear more about that, but we just should, but we... But we should focus on searching for uses right now. Ich weiß nicht, wo ich da das Gist rausgelesen habe. I haven't been here for long, so I'm afraid I don't have any leads on uses. Gotta say though, that brother of his is scarily gifted. Okay, das macht ihn aber auch entsprechend gefährlich, ne? Denn er hat eine gute Wirkung auf Leute und wird vermutlich auch ohne große Mühe Leute von seinen Zielen und Gedanken überzeugen können. Das ist sicherlich gut für ihn. Aber nicht unbedingt gut für uns, wenn er eine andere Linie fährt als unser Eins. Kann ich hier irgendwas machen? This brings back memories of when we snuck through here to rescue Markias. I also remember you unlocking the door for us, Emma. Ja, ja, das war wieder einer dieser Magic Moments im wahrsten Sinne, ne? Emma macht irgendwas, keiner versteht, warum es plötzlich funktioniert und sie sagt nichts. That I did. Allow me to do so again. Aperio, open. Was? How in the world did you do that? That was easy though. Enough, nicht so. Technically, she shouldn't be showing it off in front of others, but what can you do? Regardless, we should go in. Yeah, just remember that it can get pretty dangerous in here. Ich hoffe, ich komme gleich wieder raus. Achso, der schmeißt mich noch gar nicht rein. Okay, ich brauche langsam aufgrund der Vielzahl an Optionen eine sinnvolle Reihenfolge. Prio 1 sind jetzt weiterhin erstmal die grünen Ausrufezeichen, habe ich gerade so beschlossen. Hi. Who are you people? State your business. Need I remind you that this path leads to Auror's Fort? It's no place for you commoners. Beat it now or have you all thrown in prison. Ey, wie die alle immer direkt mit Gefängnis drohen, ne? Also, als hätten die keine anderen Argumente auf ihrer Seite. Why do all of you commoners lack common sense? Have you forgotten that we're currently at war here? Only authorized personnel can pass through. Alles klar, alles klar. Wir sollten unser Glück vielleicht auch nicht allzu sehr auf die Probe stellen, auch wenn ich jetzt hier gerade versuche durchzulaufen. Only those affiliated with the provincial army may pass through here. Turn back, or else. Ja, höre ich da schon wieder dein Lieblingswort? Prison, prison, prison? Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Aber das ist auch gut. Jede Sackgasse ist hier gerade gerne gesehen. So, Christie's Galleria. Warte mal, da oben sitzt noch jemand. Hier gab es ein Buch im ersten Teil, was man, finde ich, relativ einfach übersehen konnte, weil man in einer bestimmten Zeit im Spiel hier nochmal zurückkehren musste zu den beiden Mäusen. Want me to read Mark and the Witch of the Deep Forest for you today? Yeah. And it's so good at reading picture books. Wie geht das denn? Reading picture books? Sind da nicht nur Bilder drin? Oder meinst du mit reading...
das im übertragenen Sinne mit interpretieren, was das bedeuten und aussagen soll. Lord Hughes is finally returned to Berea Hut, but he's been so busy that we've only been able to see him once. He told us not to worry, but he didn't seem like his usual self at the time. Hopefully I'm just overthinking things. There's no need to worry about us. The city's been lively and our parents have been coming home early these days. Rabies still as attached to Lord Eustace as ever, though. I hope we get to see him again soon. Die haben uns im ersten Teil, hatten sie uns gesagt, dass Eustace sich manchmal um die gekümmert hat. Ich meine sogar, dass sie vielleicht auch gesagt haben, dass er ihn vorgelesen hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die waren auf jeden Fall riesige Eustace-Fans und... Ach, guck mal. Ich sehe Kisten. Aber wir werden hier bestimmt nicht weit kommen, oder? All hope isn't lost yet. Reports say that some fools in opposition of the Noble Alliance are hiding in this area. We'll be able to make a name for ourselves if we can catch them. We can't let this opportunity slip past us. Na dann, gönnt euch mal. You wouldn't happen to be the rumored rebels, would you? Oh, just joking, of course. Even they wouldn't be so foolish as to wander around here. Ja, ich lach mal mit. Wer wäre denn so doof? Die müssen ja richtig bescheuert, wenn sie ja einfach frei rumlaufen würden. While our constant victories may please the people, it's somewhat depressing for those of us stationed here. If we're stuck on the sidelines, we lose out on the opportunity to prove ourselves in battle. Proving one's worth is the noble's way after all. We would appreciate the opportunity to do so. I can contain my envy for both those at Twin Dragons Bridge and those who went to Heimdall with Lord Rufus. Meanwhile, we have no choice but to stand by idly, waiting for the opportunity to prove our worth to come. Ja, euer großer Auftritt wird sicherlich auch noch kommen. Es sei denn, der Feind kommt mit schweren Geschützen um die Ecke und ihr seid instant weg. Das würde ich euch jetzt nicht unbedingt wünschen, aber kann ja passieren in Kriegszeiten. Okay, noch ein weiterer Weg. Ich bin etwas irritiert. Also ich kann jetzt in den Untergrund, ich kann hier raus. Ich habe drei rote Ausrufezeichen und einige grüne. Das sind definitiv zu viele Optionen. So, lass mich kurz überlegen. Wir machen jetzt hier mit den beiden Mädels weiter. Inwiefern könnt ihr uns helfen? That kitten was the most adorable thing I've ever laid eyes on. I don't think anyone could ignore that innocent little expression it had. Oh, they're from St. Estrella. They might know where the kitten went. Let's ask them. Indeed. Sorry to intrude, but we happened to overhear your conversation just now. Could you tell us more about where that kitten went? We're actually searching for him on behalf of his owner. Oh, is that so? He was here a moment ago until he got frightened away by a passing car. Hier fahren Cars entlang? Ich habe hier noch nie ein Auto langfahren sehen, aber okay. He ran off north after that. Ah, he was so cute too. I'm afraid he may have wandered out onto the highway if he went that way. We should hurry, otherwise he could come under attack by monsters. Talk about a pain. The highway's dangerous for us too, but we can't just abandon him. Let's go. Wow, okay. Das heißt, es wird jetzt vermutlich doch auf den Kampf hinauslaufen. Schätze ich mal, so als großes Finale der Mission. That kitten headed north after it was scared off by a passing car. What a shame too. It was such a cute little thing. That kitten headed north. Key. Getting to see a kitten as cute as that makes me glad we came back to Berea Hut. I hope it comes back. Wird schon. Mit unserer Hilfe wird das schon. Wobei, einmal habe ich hier ein Auto langfahren sehen. Und zwar als wir im ersten Teil hier angekommen sind. Das war, glaube ich, auch mit einem Auto. Und später kam ja dann auch noch Rufus, glaube ich, auch mit einem Car an. Und der Vater von Eustace. Und Rufus, der ist dann auch nochmal mit einem Auto hier gewesen. Aber ich habe nie ein Auto gesehen. Warte mal, wie schieße ich nochmal? Ja, okay, alles klar. Voll in die Kamera, Leute. Der Schuss galt nicht euch. Ich bin nur in meiner Testphase etwas vom Kurs abgekommen. So, Triple Advantage, sehr gut.
Ja, lass uns mal gucken. Mantrap. Ich glaube, das ist hier alles gerade komplett neu. Also so komplett neu. Sowohl mit dem Gebiet als auch mit den Gegnern. Deswegen, ja, bin ich gespannt und freue mich aber auch. Hätte ehrlich gesagt gedacht, dass als ich heute die Konsole angemacht habe, dass wir definitiv keinen Kampf heute zu sehen bekommen. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als es ist, nicht? Was bist du denn? Bist du ein neuer Gegner? Ich weiß nicht. Also als Standardgegner haben wir die im ersten Teil zumindest nicht gesehen. Ich will mal kurz gucken, ob ich die stunnen kann. Wahrscheinlich dreht er sich gleich wieder nur um. Ne, du bist einer der Großen, die sich nicht stunnen lassen. Deswegen renne ich einfach rein. Und dann gucken wir mal, was du so kannst. Eine Venus-Mantrap. Ich glaube, die gab's. Ich glaube, die gab's auch in Teil 1. Oder? Auf jeden Fall empfindlich gegen Feuer. Lass mich mal kurz überlegen. Motivate? Könnte ein guter Start sein. Hat meine liebe Emma irgendeinen Feuerzauber in petto? Bin mir nicht so ganz sicher. Ich gehe mal erstmal hier auf den los. Ach, Burst, guck mal. Kann man doch gut miteinander koppeln hier. Gerade wenn so ein starker Gegner hier mit dabei ist. Kaffeepulsterchen. Übermächtig Burst aber auch ist, ne? Es sei denn, der Gegner ist gar nicht so stark, wie ich ihn jetzt vielleicht eingeordnet hätte, aber das ist schon ein bisschen übermächtig. Fast schon, aber auch nur fast auf Niveau von den S-Breaks, die natürlich am Ende des Tages doch irgendwie vermutlich stärker sind. So, eigentlich sieht es laut Karte hier relativ unspektakulär aus, aber die Wasserstellen, die sind halt nicht eingezeichnet. Also, mit Wasserstellen meine ich eigentlich Fishing Spots. So, aber vom Fishing Spot zum Snaky Pot, ich weiß nicht mehr, wie ihr heißt, aber ich glaube, ihr gehört zerstört, Egg Snake. Mögen kein Wasser und Wind finden sie auch nicht so gut. Kann auf jeden Fall fast nur gut sein für uns. Denn ich glaube, dass Emma zumindest Ariel hat und Ariel wird das hier sicherlich schnell für sich entscheiden. Behaupte ich mal. Ja, Ariel ist noch drin. Frost Edge auch, aber da passt das mit der Range nicht. Deswegen gucken wir einmal hier. Ich drücke das auch weg, weil Ariel, wie gesagt, haben wir schon ein paar Male gesehen. Und das wird noch mindestens 10.000 Mal gecastet werden in dem Let's Play. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So, warte. Moment. Ich bin an meinem Kistenspot, bin ich schon vorbeigerannt. Hier war doch im ersten Teil ein Questziel auch gewesen. Also hier an dem Baum, da mussten wir diese... Da mussten wir irgendwas finden für irgendein Schmuckstück. Und ich schieße schon wieder wahllos auf irgendwelche Kisten. Oh, 5x U-Material. Ist gern gesehen. Aber U-Material erinnert mich auch immer an mein Fail. Mit Blick auf die DLC-Kontingente, die ich da einfach mal so ein bisschen verbrannt habe, unnötigerweise. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. So, warte mal. Dich nehme ich jetzt einmal mit. Am besten wieder hinterrücks. Und dann hole ich mir die Kiste, nehme da die Gegner unterwegs noch mit und dann können wir straight zum Kitten durchrennen. Wo ich ganz, ganz fest damit rechne, dass wir dort auch nochmal eine Monsterbegegnung vor der Nase haben werden. So, warte mal, was war bei euch nochmal? Feuer. Aber ich glaube, mit einem Ariel werdet ihr vermutlich auch down gehen. Müssen wir mal gucken. Eigentlich müsste ich Emma so sehr mit Speed boosten, dass sie kontinuierlich in der ersten Runde die Kämpfe für sich entscheidet. Wobei man könnte auch... warte mal, wie viel Schaden macht sie jetzt? Ja. Man könnte auch mit den anderen immer irgendwie defenden oder so. Wobei, gibt es hier den Defend-Befehl? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann einfach immer abwarten, bis Emma an die Reihe kommt. So, erstmal noch die letzte Kiste holen. Da sind auch noch so ein paar Holzkisten. Die ersten, die ich jetzt hier in dem Abschnitt sehe. Da
Da hinten habe ich gerade irgendwas zwischen den Bäumen rumfliegen. Da hinten ist noch so eine Venus-Mantrap. Hat sich gerade so ein bisschen am Horizont abgezeichnet, das Ding. So. Motivate bringt eigentlich auch gar nichts mehr, ne? Ich glaube, ab dem nächsten Kampf werde ich davon Abstand nehmen. Jetzt war ich gerade noch so ein bisschen in meinem Auswahlflow drin. Dabei gibt es dafür gar keine Notwendigkeit. So, und hier lohnt sich das auch gar nicht mehr irgendwie zu zaubern, denn wir sind stark genug, um das auch so zu erledigen. Brauche ich auch nichts wegdrücken. Alles schön. So. Aber hier muss ich nochmal ein bisschen Demi-Demi machen. Schade, ich dachte, da wäre noch ein U-Material drin. Habe ich hier sonst noch irgendwelche Kisten? Nö. Also von den Außenarealen finde ich dieses Gebiet hier bisher am schönsten. So, aber das war mir auch schon klar, seit wir aus Legram aus diesem Nebeldunst rausgetreten sind. So, kann ich da jetzt hinrennen oder... Na, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, kann ich da noch hinrennen oder drehst du dich im letzten Moment um? Und natürlich dreht sich das Vieh um. So, jetzt ist vielleicht ein bisschen Taktik gefragt und angemessen, denn ich habe jetzt definitiv keine Burst-Option. Ich werde einmal Motivate einsetzen, auch wenn ich sukzessive CP verliere bei Rin, aber das ist okay. So, dann könnte man mal ein bisschen Overdrive probieren. Und gucken, wie gut oder schlecht das so funktioniert. Auf jeden Fall sind seine CP wieder ordentlich nach vorne gegangen. Das ist schön. Hier kommen jetzt wieder ein paar Critical Hits rum. Vielleicht reicht das auch, wenn ich dreimal hintereinander jetzt hier in Crit lande. Wobei, nee, ich glaube, das wird nicht ganz hinhauen. Oder? Nee, einmal komme ich jetzt noch an die Reihe. Ich könnte natürlich auch hier was aus der Ecke nehmen. Dann würden vielleicht auch die anderen ins Gras beißen. Ich mache einfach mal. Ich meine, danach sind die Gegner ja nicht direkt wieder an der Reihe. Und der Emma-Joker, der kommt noch. Und Emma hat definitiv auch noch einen Feuerzauber. Ich glaube, das kriegen wir unbeschadet irgendwie hin. Die Umstehenden sind nicht down gegangen. Aber die scheinen eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Freeze zu haben, oder? Ich hatte einfach nur unverschämtes Glück. Und die sind auch gar nicht so unempfindlich gegen Ariel wie die große Venus-Mantrap. A plant-like monster that roams highways, draws impurities from below the ground and attacks with them. Sieht ein bisschen aus, als würde die Headbang, wenn die gerade so ihre 5 Sekunden hat. So, aber da machen wir den Sack jetzt zu. Perfekt auf den letzten Zug, ohne Schaden zu fressen. So muss das. Sogar mit einem halbwegs ordentlichen Multiplikator. Hab den Kommentaren auch entnommen, dass man auch einen Vierer-Multiplikator hier irgendwie zaubern kann. Da bin ich ja noch nicht mal im Ansatz in der Nähe gewesen. Kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber never say never, ne? So, Petrify. Das war aber jetzt keine Spezialausführung, ja, sondern nur der Standard. Wobei Petrify schon geil ist. Warte mal, hier habe ich Sleep. Hier habe ich Freeze. Hier habe ich Mute. Mute würde ich austauschen, aber Mute hat sie auch nur, weil ich jetzt hier in den blauen Slot irgendwas reinmachen muss. Petrify würde ich am ehesten ihr noch geben wollen. Das Ding ist nur... Dann müsste ich was anderes aufgeben und das kann ich bei meiner Angriffsmaschine Laura gerade nicht. Burn ist auch okay und Blind. Nee, wir brauchen einen neuen Charakter. Für irgendjemanden, der noch neu hinzustößt, wird Petrify auf jeden Fall eine Rolle spielen. So, damit sind die Kisten offen. Dann können wir mal gucken, wo unser Kitty-Kätzchen bleibt. Kitty, 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 beziehungsweise da! Ich sehe sie schon. Von wem sie bedrängt wird. Oder gibt es hier kein Monster? We finally found him. He must have been too scared to cross the bridge. We're rather lucky that's the case. I believe the provincial army has a unit stationed past here, so we wouldn't have been able to follow him. Thank the goddess for small favors. Oh Gott, ist sie süß. Well then, let's take him back to Aoife.
gotta move on, small fry. Meow. I can't wait to see the look on Eva's face. Tja, ich weiß gar nicht mehr, wie gut die Belohnung war. Werden wir jetzt direkt wieder zurückgebracht? Ja, sehr gut. Gut, dass ich vorher alles abgefrühstückt habe. Oh, Bootsy, I'm so glad you're safe. Meow. Phew, that was a doozy. He moves fast for having such tiny legs. I still have to question why he would run when you two seem to be so close. Oh, I asked him about that actually. Said some scary looking vehicle took him by surprise. I'll bet if any vehicle could scare the little guy, it would be one of the provincial armies. Is that so? I never even realized. That's not gonna fly, I'm afraid. You really need to pay more attention. You haven't even put a collar with a bell on him yet either. It's like you don't even realize that. Oops. Was denn? Meow. Was denn? Ach so, weil Celine die ganze Zeit vor sich hin brabbelt und eigentlich die Klappe halten sollte in Gegenwart von Fremden. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Ich habe mich schon so an die sprechende Celine gewöhnt, ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Well, how to explain this? Celine? Uh-oh, don't give me that. I got caught up in the moment. Oh my, I must be going senile already. I could have sworn your cat was talking just then, silly me. Well, let's be more careful from now on, Bootsy. Meow. That was way too close. Please take this as a token of my thanks. Yay, prismatic cape. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das hat plus 15 auf Arts oder so gemacht. Bootsy is my only family at this point. He's much more important than any trinket. We hope you'll come visit us again someday. By then, maybe Berea Heart will be back to its former self. When that happens, we'll be sure to take you up on that offer. Yay! Aber den Hinweis mit dem fehlenden Halsband, den hätte man ruhig nochmal an sie herantragen können, ne? Das kam jetzt von Celine. Sie will das jetzt angeblich sich nur eingebildet haben, aber trotzdem wäre das ein wichtiger Hinweis, denke ich mal. So, was habe ich gerade bekommen? Eine Prismatic Cape. Ich glaube, die haben wir aber schon. Ja, Arts plus 15. Guck mal, langsam merke ich mir sogar die Stats, die auf den Items drauf sind. Und sie hat so ein Ding auch schon angelegt. Okay, also keine Verwendung für ein weiteres Exemplar eigentlich. There, I'm glad that we managed to finally find you. And I'm impressed at just how well Celine guided us to him. Maybe she had a similar experience in the past. Excuse me, I knew you were thick, but how would you ever come to that conclusion? Was ist denn daran so schlimm? Also, selbst wenn du so eine Erfahrung gehabt hättest, oder auch wenn nicht, also, ist doch nichts, worüber man sich aufregen muss, oder? Yikes, sorry. We're best off staying away from that topic. It really does seem like she's talking to them. Hehe, perhaps I'm just imagining things. Nee, alles gut mit deinen Ohren. Meine gute Frau, alle Dude, es liegt nicht an dir. Did I ever mention that I only found Bootsy last year? He was abandoned at birth. I stumbled across him shortly after. He's been with me ever since. Once again, thank you so much for finding him. Please feel free to come visit him again sometime. Ja, I never realized that Bootsy was afraid of cars. I have to keep that in mind. Thank you again for finding him and feel free to come visit him again sometime. Das werden wir eventuell tun. Wobei das vermutlich nicht mit Absicht passieren wird, sondern eher so zufällig im Vorbeigehen. Weiß ich nicht. The Provincial Army's guardhouse is just over there. It would be foolish of us to approach it now. Sagen Sie nochmal was anderes? Nein, alles klar. Das heißt, ich kann hier draußen auch mit niemand anderem mehr reden. In die Häuser kann ich dann aber irgendwann nochmal rein. So, ich brauche einen weiteren Fahrplan. Ich guck mal eben kurz hier rein. St. Veronica Tears. Waterway underneath the city. Ich glaube, das werden wir als nächstes angehen. We can get in there if we use the entrance on Station Street. Ja, ja, das habe ich auf der Kette. Guck mal, Fluffy Pancake, da bin ich auch noch gar nicht gucken gewesen. Ich habe auf jeden Fall die Leute, die es können.
im Team. Sogar gleich drei davon. Das wird ja jetzt interessant. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lange auf die Vierer-Kategorie warten muss. Ah, Emma! Meine Queen hat direkt mein Wunschszenario bedient. Sehr schön. Dann kann Alisa jetzt hier gerne einmal die 1 für uns freischalten. Jawohl. Perfekt. Wann hatte ich denn das letzte Mal zweimal hintereinander im First Try das freigeschaltet, was ich freischalten wollte? Ich bin ja ganz entzückt. So, dann kann ja nichts mehr schiefgehen hier heute. Dann gucke ich mal, auch wie umfangreich das hier im Untergrund ablaufen wird, weil das war eigentlich ein relativ großes Gebiet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich meine, mit ganzen 3 Abschnitten auch. Irgendwann ist ja Yusis auch mit dazu gestoßen hier. Und dann haben wir am Ende Markias befreit. Und dann gab es auch einen Kapitelwechsel, glaube ich, als wir hier durch waren, ne? Wo dann auch Sarah erschienen ist, nachdem wir verfolgt worden sind von diesen komischen Katzenviechern. I see a few monsters here and there, but things seem relatively fine to me. Yeah, it's as pretty as ever, really. Wait, what's that smell? I smell it too. It's faint but pungent. Perhaps there is something down here. We should remain on guard then. Time to find out what's waiting for us. Boah, hoffentlich rote Kisten. Rote Kisten wären jetzt eigentlich mein größter Wunsch, weil ich wollte eigentlich auf die Karte. So, einmal kurz Nase kratzen. Ja, dann gehen wir mal, ne? Geh mal ohne zu speichern. Den Mut erlaube ich mir jetzt mal. Das war ultra dumm. Ich dachte, ich könnte jetzt weiter weglaufen. Das ist gerade nicht gelaufen wie geplant. Aber okay. Gucken wir mal. Und die halten natürlich ein bisschen was aus. Sehr, sehr ungeil. Boah, aber die sind super aerial empfindlich. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Sorgen gemacht habe. Warte. Nee, Motivate brauche ich nicht. Ich muss vom Motivate wegkommen. Das klingt, als wäre ich irgendwie süchtig nach irgendwas. Nach irgendeinem Stoff, von dem ich wegkommen müsste. Passt ja auch irgendwie. Aber nehmen wir... Ja, komm, lass uns einmal bursten. Haben wir so schnell wieder aufgefüllt hier heute. Trotz der wenigen Kämpfe, die ich hier bestritten habe. Prost! Cool. Hätte man aber auch für eine rote Kiste sich aufsparen können. Muss man eben nochmal kurz gucken auf der Karte gleich, ob wir hier eine hatten. Nee, hier ist nur eine Kiste und die ist nicht rot. Also alles gut. Werden wir noch genügend Möglichkeiten haben, hier wieder in die Vollen gehen zu können. Und es gibt hier ein paar Krüge. Und ich wünsche mir New Material. Warte, darf ich mal ganz kurz gucken, wie viel davon ich habe? 76. Es wird mal wieder Zeit. Ich sag euch, wenn wir das nächste Mal in Ymir sind, da wird aber schön wieder was geshoppt werden. Wahrscheinlich Passionate Rouge. Ich gebe am liebsten mein Hab und Gut für Rouge aus. Ja, so eitel bin ich. Und dann auch noch für die Passionate-Ausführung, weil ich das mit Leib und Seele gerne tue. So. Ja, keine Ahnung. Ich komm vom Motivate nicht weg. Ab der nächsten Folge dann. Schwöre ich dann. Kein einziges Mal wird das zum Einsatz kommen. Zumindest nicht bei Gegnern, die man mit Aerial beackern kann. So wie die hier. Die sind ja hyperempfindlich. Also die 180 ist schon... Die ist schon ein Statement. Über 12.000 bei jedem. Geil. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, dass das bei anderen die Vieh-Strategie ist, so dieses Evade-Boosten, damit sie gar nicht mehr getroffen wird. Das ist jetzt mein Emma-Joker, den ich hier rausnehme. Wird nicht in allen Gebieten klappen, klar. Aber auch mit der Vieh-Strategie wird es das nicht. Weil auch Vieh immer mal wieder auf Gegner treffen würde, die auch mal zaubern und ihr trotzdem Damage imstande sind zuzufügen. Aber hier... ist das, glaube ich, noch ganz gut so. Mit der Emma-Strategie. Zumindest solange ihre EP nicht weiter absinken, als sie zulegt, sage ich mal, durch das Rumgelaufe. Das war ja dieser eine Quartz, über den ich mich nicht umsonst sehr gefreut habe, als wir den bekommen haben.
Weil der halt für die Magier so ein bisschen Flatrate-Charakter hat, ne? Was den EP-Einsatz angeht. Aber das wird auch nicht immer so bleiben. Das ist halt sehr Aerial-spezifisch, weil wenn irgendwann die ganz starken Zauber ins Spiel kommen und die Gegner deutlich stärker werden, dann verschiebt sich das natürlich alles ein bisschen. So, Green Pendulum. War gar nicht so schlecht, glaube ich. Und auch gar nicht so günstig im Laden. Das war die Geschichte, okay. Deshalb ist mir das so ein bisschen vertraut in Erinnerung geblieben. Das war das Sleep Nightmare-Ding gegen Nosferatu. Nosferatu werden wir hier vermutlich nicht treffen. Ich meine, Lohengrin sind wir schon gewesen. Da gab es ja so gesehen kein Nosferatu. Wobei, kann ja sein, dass man den an anderer Stelle trifft, ne? Wir werden sehen. Oder auch nicht. Ich werde jetzt hier nur, bevor ich da weitergehe, einmal abspeichern und resten. Auch wenn es gar keinen Bedarf gibt, ne? Ich habe keine Energie verloren. EP sind bei allen voll. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Egal. Egal. Haben wir es einfach nur gemacht, um die schöne Melodie für ein paar Sekunden zu hören. Da ist unser Ziel. Und das ist, glaube ich, genau die Ecke, wo Yusis damals zu uns gestoßen ist. Und das ist genau die Ecke, wo auch super viel Platz ist, um uns irgendeinen krassen, großen, starken Gegner um die Ohren zu hauen. Ich bin gespannt. Aber mit dem Warm-up, wow, das ist ein Einzelner. Na, Glückwunsch. Den missbrauche ich jetzt so ein bisschen, um vielleicht ein paar Critical Hits noch rauszubekommen. Sehr schön. Dann kann ich mich jetzt nämlich eventuell vorbereiten mit einer Burst-Option. Hat nicht ganz gereicht, leider. Das wäre schön gewesen. Vielleicht kommt aber auch kein Gegner. Ich meine, beim Kitten habe ich auch gedacht, dass wir definitiv was bekämpfen müssen. Und dann kam es dazu nicht. Oh, ein bisschen Zippet-Nachschub. Sehr schön. Komm, give me some new material. I need more. Wir haben zwar heute schon ein bisschen was aufgesammelt aus der Richtung, aber noch mehr geht immer. Also wenn ich dran denke, wie teuer das jetzt ist, was noch aussteht, ne? Weil ich habe die günstigen Sachen in Anführungsstrichen, die habe ich ja jetzt alle weggedingst. Oder beziehungsweise freigeschaltet. Das ist das Synonym für mein weggedingst. Und die anderen Sachen, da habe ich aber so 200, 300, 400 Kosten pro Kategorie. Pro freiem Slot. Also da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. So, guck mal. Es ist nämlich der Punkt eingetroffen, den ich mir gewünscht habe. Oder eingetreten. Zero Art sogar. Guck mal, nicht mal was gekostet am Ende. Sehr, sehr nice, meine liebe Emma. Wie konnte ich denn am Anfang des Spiels überhaupt drüber nachdenken, ohne Magier hier voranzuschreiten? Wo gibt's denn sowas? Ein sehr absurder Gedankengang mit jetziger Perspektive. So, jetzt bin ich gespannt. Ich schätze, hier fällt gleich was auf uns runter. Oder sind wir jetzt einfach an dem Punkt unter der Statue? Das eine schließt das andere nicht aus. Schön. Also wenn du so windempfindlich bist wie die ganzen Standardgegner vorher, mache ich mir wenig Sorgen. What the? What's something like this doing under the city? It's surrounded by acidic gases too. There's no doubt that this monster is the cause. Something's odd though. I don't know why, but the higher elements are in effect around it. Be extra careful, everyone. Speichern wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee gewesen davor. We have to exterminate it now that we found it. Get ready, everyone. We're going in. Right. Right, right, right. Ich mag die Farben von den Viechern total. Das gefällt mir, Abyssdrome. Aber ich wette, das Vieh selber werde ich irgendwie nicht so geil finden. Aber lass uns mal abwarten. Guck mal, die sind nämlich hyper empfindlich gegen, wie erhofft, gegen Ariel. Und das werde ich mir auf jeden Fall zunutze machen. Ich glaube, um ein S-Break will ich hier gerade auch nicht unbedingt rum. Weil, ich nehme jetzt einfach mal das hier, weil sie den Critical gerade hat. Das Problem ist nur, dass sie jetzt leider nicht alle erwischen wird. Da wäre ich mit
Claire vermutlich besser dran gewesen. Ich skipp das mal aus Zeitgründen, weil ich gerade auch kurz überlegt habe, ob ich überhaupt den Kampf jetzt noch mache oder ob ich wieder so einen fiesen Break einbaue. Aber jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, den hier mit anzugehen. Ich sehe nicht, ob der... Ah, jetzt doch ganz oben. Jetzt sehe ich so ganz klein bisschen Futzel-Cursor da über dem. Habe gerade schwer erkennen können, ob da... ob der jetzt hier in dem Radius mit drin war. Okay, der kommt mindestens einmal zum Angreifen. Das ist nicht gut für uns. Aber es ist vielleicht verschmerzbar. Oh mein Gott, wie viel der noch an Dings hat hier an Energie. Aber der hat auch über 88.000. Wenig verwunderlich. Ich hätte einen Burst. Ja, ich wollte gerade sagen. Haut mal jemand einen Critical Hit raus, dann ist das Ding hier so gut wie down. Also der wird das definitiv überleben, würde ich sagen, aber... Ja. Okay, es kommt irgendwas Unangenehmes. Warte, ich hau hier nochmal, wobei Ariel hat Class S. A+. S ist schon das Beste, oder? Wir machen einmal den hier. So, dann greift er nochmal an. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich glaube, da kommt gleich was ganz, ganz Unschönes auf uns zu. Ich werde jetzt mit Claire nochmal einen S-Break einsetzen und dann ist der Sack hier auch zu. Ich meine, der hat nicht mal mehr 12.000. Der würde vermutlich auch nach ein paar normalen Standardangriffen down gehen, aber Safety first und so. Und mit Laura und Claire kämpfe ich gerne weiter. Das ist überhaupt kein Thema. Deren CP kriegen wir schnell wieder aufgefüllt. Selbst ohne Alisa, an deren Abwesenheit ich mich jetzt so ein bisschen gewöhnt habe im Laufe der Folge, muss ich sagen. Auch wenn sie das bestimmt voll traurig machen würde, wenn sie das hören würde. Ich mag sie ja trotzdem. Und sie wird auch irgendwann wieder ins Team zurückkehren. Frage ist nur wann. Und hier bekommen wir einige Level-Ups. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Detector Beta. Analyze false weaknesses, making it easier to unbalance them. 3T. 3T heißt 3 Turns, ne? Analysis, balance down. Mhm. Glückwunsch, Alisa. Glückwunsch, Markias. Es ist nur die große Frage, hat dieses Vieh irgendwas mit dem Tränenfluss oder mit diesen Verfärbungen an der Statue zu tun? Stimmt, oder? Phew, looks like we pulled through relatively unscathed. Ja. Case solved, I guess. The statue shouldn't shed any tears now that the water's back to normal. Indeed. I find myself perplexed by that monster's strength, however. It far outclassed your standard one. It far outclassed your standard one, so rum. Not to mention the fact that the higher elements were in effect. Maybe the loss of balance here in Erebonia caused it to transform somehow. Oh, that's the same reason those cryptids started appearing too, isn't it? Wait a minute. We must be thinking the same thing. If that's the case, then the legends behind Saint Veronica's tears can't be entirely false, correct? Jetzt wird's creepy. That's quite the coincidence. I'm glad we managed to figure out what was going on, though. True. However, we may be better off leaving it at that, I believe. Okay, guys, let's report back. Ich bin mit Absuchen noch nicht durch. Hier ist es nicht gut, dass wir zurückgeschmissen werden. So this was all caused by a monster? Yeah, its presence was having adverse effects on the fountain's water, which in turn was causing the statue to melt. We made sure to eradicate it, however, so there's no need for concern now. Thank you so much. I'm so glad I asked you for assistance. This should help to ease everyone's worries too. With the statue back to normal, I can finally devote myself to my work again. However, I find it hard to believe that this was all mere coincidence, so I have to do everything I can to ensure that Saint Veronica has no more reason for tears. That's reassuring. It may not be much, but please take this. It's the least I can do for you all. Holy Sphere, danke schön. May Idios be with you all.
Yes, nächste Sidequest erledigt. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt in Anbetracht der Zeit hier einen kurzen, schmerzlosen Abschluss finden. Wir gucken uns beim nächsten Mal die Holy Sphere an und werden hier weitermachen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.